So, es kann weitergehen hier in Horizon Forbidden West. Hallo. Es geht, ich habe dich ja noch nicht gesehen. Das ist jetzt schlecht, ne? Wobei, wenn er zurückgeht, dann können wir uns den holen. Gerade so risky, Junge. Oi, oi, oi. Weg da, weg da, weg da, weg da. Und der letzte Schild da hinten irgendwo. Was denn du da Schönes? Ja, komm. Okay. Hat sie es gerade geworfen? Alter. Da haben wir wieder ein bisschen dumm angestellt hier. Ich wollte mir nur dieses Heilkrautzeugs nehmen, Mensch. Ich dachte nicht, dass der mich denn direkt spotten kann. Okay, jetzt alles nochmal durchgucken. Man sieht erstmal danach aus, als hätte ich alles. Ah, nee. Aufzug oder was? Die Maschinen da unten zu zerlegen. Ach so, die Klammern. Lol, stimmt. Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Das war ein Aufzug. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Lol. Woher kommen die denn jetzt plötzlich? Habe ich doch noch was übersehen gerade? Ja gut, schwierig. Ah. Ah. Ich muss zum Shuttle klettern, um die Kabel zu lösen. Nein! Oh, Junge. Ihr merkt schon, ihr habt es hier mit einem Profi zu tun, der ab und an mal falsche Knöpfe drückt. Let's go. So. Da sollten wir lieber nicht runter. Da oben ist nichts mehr Schönes, oder? So. Ich meine, wir müssen jetzt eh da hoch, oder? Aber hier lang. Ah, nein, 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 nein. Hm. Das sollte die richtige Stelle sein.
Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch höher klettern und die nächsten Kabel lösen. Ah, da. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Wahl recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Okay. Ich dachte mir schon, die Viecher werden doch nicht. Schieß doch! Nein, nicht da! Na, da auch. Warum schießt er nicht? Nein! Da ist das Viech. Schlängelzahn. Okay. Ja, ich meine, wir haben eh jetzt an sich nichts, aber wir können uns zumindest die Schwachpunkte ansehen. Die Dinger halt, ne? Ja, alles Mögliche. Au, au, au. Irgendwie schießt sie teilweise nicht. Ah ja, okay, ich muss ihr Moveset verstehen. Also das Moveset von der Schlangenkacke. Halt still, Mann! Ja, geht doch, Junge. Ja.
Also, so dumm kann man sich auch echt nur schlecht anstellen, ne? Ich habe das Mistvieh noch nicht getötet. Cool. Ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle vielleicht. Oder eine Postposition. Ah ja. Vielleicht komm. Findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Au. Oh. Ja, hallo. Jetzt aber wirklich kaputt. Endlich. Oh, selten so dumm angestellt. Also Real Talk. Es wirkt so, als hätte ich überhaupt keinen Plan. Aber ich schwöre euch, ne? Ich habe Zero Dawn sogar richtig viel gespielt in letzter Zeit. Da war ich nicht so schlecht. Es ist halt wirklich eine extreme Einschränkung. Wegen Waffen und so. Aber ich glaube, hier war es wirklich mal gar nicht so einfach, die bestimmten Stellen zu treffen. Alter, hier ist jetzt einiges. Junge, hört es nochmal auf hier? Will mich mal ja auch an sich nicht beschweren, so, ne? Trotzdem ein bisschen viel, ne? Okay. Ich meine, das Ding könnte man an sich ja mitnehmen. Wäre ganz cool, aber ne, können wir nicht. Wir müssen da hoch und mit dem Ding ist man sowieso viel zu langsam. Also es lohnt sich meistens nicht, so schwere Waffen mitzunehmen. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeth kaum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Hm? Ach so, okay. Das braucht man nicht, um runterzukommen. Nur zum... Ich bin nah dran. Ich muss sein. Das war jetzt so nicht geplant, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, da waren eigentlich Sachen zum Klettern. Hätte man vielleicht scannen sollen, ne? Ja, genau da. Okay. Da wird's lang gehen, aber wir gucken uns erstmal das hier alles an. Ich finde die Audios besser, musst du nur zuhören. Okay, dann beschädigt. In Sachen Mr. Zelgard, er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Far Zenith. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssee-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen, also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir... haben beschädigt. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi.
Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat. Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch.
Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Die kriege ich niemals da raus. Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch. Ich meine, man hat es ja in den Trailern schon gesehen. Der gute Herr Silence ist nicht der wirklich gute Herr Silence. So, wie machen wir das jetzt? Ah, okay, wild. Also beim Klettern gibt es hier wirklich viel Neues, ne? Muss man ja sagen. Alter. Das macht's halt nur viel schwieriger noch, ne? Eieiei. Weil du jetzt halt überall hin kannst mit dem Quatsch. Okay. Wo soll ich denn jetzt dran? Da? Achso, Alon. Ich sollte den Kran ranziehen können. Na also. Top. Yeah. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Ah! Er hat mich wohl ausgetrickst. Lost. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Muss ich jetzt alles wieder hochklettern? Ach, das ist doch dumm. Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Das war jetzt aber... Als könnte ich hier hochklettern. Da drüben? Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme?
Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kage sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Ich wollte mal kurz auf die Karte gucken, wo wir hier gerade noch markiert werden. Also, wie es überhaupt mit der Karte aussieht. Also, ich denke mal, wir haben die aus Zero Dawn ja nicht, die Map. Und sonst halt nur den Westen, ne? Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha.
Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Also, wir haben hier eigentlich ja ordentlich was zu tun. Genau. Das müssen wir auch noch tun. Dachte ich mir schon. Also den Speer können wir nicht einfach so verwenden. Und wir gucken uns hier nochmal ein bisschen was an.